FC hätte in Aue mit einem Sieg alles klar machen können, sprich den 10. Titelgewinn in Folge. Und es begann sehr gut. Rainer Ernst bei diesem etwas abgefälschten Ball, der Glückliche. Und der BFC führt 1:0. Aber die Wismut-Mannschaft kampfstark. Auch sie braucht jeden Punkt, um in der Oberliga zu bleiben. In der zweiten Halbzeit diese Kopfball-Kombination und Harald Mutis 1:1. Dies ist auch der Endstand. Das heißt, nun sind Lok Leipzig und der BFC punktgleich an der Tabellenspitze. Und Aue sammelt Pünktchen für Pünktchen im Kampf gegen den Abstieg.